Jetzt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Werner, das waren ja sehr versöhnliche Worte. Und ich glaube, dass das auch ein sehr besonderes Thema ist, auch ein Thema, was mit vielen Emotionen verbunden ist, wo es sich auch definitiv nicht lohnt, dass Regierungsfraktionen und Opposition sich da streiten, sondern dass wir versuchen, eben wirklich das Bestmögliche auf den Weg zu bringen. Und ich habe Hoffnung, in meinem Skript steht zwar drin, dass ich mich freuen würde, wenn eben auch die Opposition zustimmt. Aber Sie haben eben auch schon gesagt, wenn es um die Struktur geht und wir dort auch sicherlich noch das eine oder andere auf den Weg bringen wollen, vielleicht kriegen wir es dann ja doch hin, dass wir dort gemeinsam einen Beschluss erwirken. Das finde ich auch gut, definitiv. Also mit dem Wort Kontergan, und Frau Staatssekretärin Marx hat gesagt, verbindet jeder Einzelne von uns den größten Arzneimittelskandal in Deutschland, dessen Folgen bis heute das Leben der Betroffenen stark prägt und auch immer weiter prägen wird. Sie sind die Kinder der Frauen, die in der Schwangerschaft ein vermeintlich unbedenkliches Medikament einnahmen und nach der Entbindung das schreckliche Ausmaß dieses Präparates auf ihre Kinder erleben mussten. Diese Kinder von damals sind heute längst selbstständige, erwachsene Menschen. Und für diese Selbstständigkeit kämpfen die Betroffenen jeden einzelnen Tag. Es ist für mich persönlich ein unvorstellbar schweres Laster, sowohl mit der physischen Belastung und den täglichen Hürden, aber auch mit den tiefsitzenden psychischen und emotionalen Eindrücken umzugehen. Unvorstellbar, wie das Leben jedes Einzelnen und auch das der Angehörigen durch die Nahme eines Medikaments, zum Teil auch nur durch eine einzige Tablette, so stark beeinflusst wurde und vor allen Dingen auch wirklich bis zum Lebensende immer beeinflussen wird. Geschädigte erzählen mir von Problemen im Alltag. Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, stellen für sie täglich eine große Herausforderung dar. Vielen ist nicht bewusst, dass die Schädigungen sich eben nicht nur auf die äußerlichen Bereiche beschränken lassen. Nein, auch Schädigungen der inneren Organe, wie auch Gehörlosigkeit, aber auch Zeugungs- und Empfängnisunfähigkeiten haben einen immensen Einfluss auf die Lebensgestaltung und Lebensqualität jedes Einzelnen. Die Betroffenen mussten für das, was sie heute erreicht haben, lange kämpfen. Vor diesem Hintergrund war es uns auch wichtig, das vorliegende Gesetz, das wesentliche Erleichterungen für die Betroffenen ab 2017 bringt, noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen und zu beschließen. Denn das sind wir den Betroffenen schuldig. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch genau unsere Aufgabe. Vor 45 Jahren, genau am 12. Dezember 1971, wurde erstmals mit dem Gesetz über die Errichtung einer Stiftung Hilfswerk für behinderte Kinder versucht, den Kontergan-Skandal aufzuarbeiten. 37 Jahre später, im Jahr 2008, wurde das Errichtungsgesetz erstmals geändert. Dieses wurde damals allerdings reinweg auf die Rentenerhöhung beschränkt. Und durch ein zweites Kontergan-Stiftungsänderungsgesetz wurde einhergehend mit einer Reduktion der Stiftung auf ausschließlich Kontergan-opferspezifische Leistungsempfänger eine Verkleinerung vorgenommen. Und die 2013 erfolgte dritte Änderung des Kontergan-Stiftungsgesetzes wird von den Betroffenen selbst als Paradigmenwechsel im Umgang mit den Kontergan-Betroffenen beschrieben. Ab dem 1. Januar 2013 wurden zusätzlich 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Kontergan-Rente wurde im Höchstsatz von 1.155 Euro auf 6.912 Euro angehoben. Das ist eine Versechsfachung. Zusätzlich wurden Leistungen zur Deckung spezifischer Bedarfe, Frau Staatssekretärin ist darauf eingegangen, in Höhe von 30 Millionen jährlich bereitgestellt. Und für diesen Meilenstein und diesen Einsatz möchte ich mich persönlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken, die in der letzten Wahlperiode diese wichtigen Schritte auf den Weg gebracht haben. Ein herzliches Dankeschön. Das war, glaube ich, ein wichtiger und guter Schritt in Richtung der Betroffenen. Und mit den geplanten Neuregelungen möchten wir weitere Verbesserungen für die rund 2.700 betroffenen Menschen in unserem Land erreichen. Wir setzen damit zügig die Ergebnisse der Evaluation um, die insbesondere auch die Effizienz des Verfahrens zur Gewährung von Leistungen für spezifische Bedarfe berücksichtigt. Ab 2017 sind die Betroffenen nicht mehr auf die Bewilligung ihrer Anträge, der ein bürokratisches und umständliches Antragsverfahren vorgeschaltet war, angewiesen. In den 3 Jahren wurden von den jährlich 30 Millionen, die zur Verfügung gestellt wurden, gerade mal oder nicht einmal zum Teil pro Jahr 2,5 Millionen Euro abgerufen. Das zeigt eben auch, wie wichtig hier eben auch diese Änderung, wie dieser Änderungsbedarf vorhanden ist. Da werden künftig die vorhergesehenen Mittel für die Leistung für spezifische Bedarfe unkompliziert
und pauschal den Betroffenen zur Verfügung gestellt. Jeder vom Gesetz erfasste Kontergan-Geschädigte erhält im Jahr einen Sockelbetrag in Höhe von 4.800 Euro, unabhängig davon, wie stark seine Schädigung nach Schadenspunkten eingestuft ist. Die darüber hinaus vorgesehenen Mittel werden nach Schadenspunkten pauschal ausgeschüttet. So beträgt die Restpauschalierung zwischen 876 Euro bei niedrig bepunkteten Betroffenen und 9.900 Euro pro Jahr bei den höchst bepunkteten. Mit der vorgesehenen Pauschalierung wird eine annähernd gerechte Verteilung zwischen den Kontergan-Geschädigten mit geringeren und mit höheren Schadenspunkten ermöglicht. Wir wollen mit diesem Gesetz den Betroffenen Unabhängigkeit zurückgeben und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Leistung sie brauchen und was ihnen in ihrer ganz individuellen Situation am meisten hilft und gut tut. Und dass wir mit diesen Regelungen den richtigen Weg gehen, hat auch die öffentliche Anhörung Ende November gezeigt. Gleichzeitig wollen wir erreichen, dass durch die Pauschalierung frei werdende Kapazitäten zielgenau da eingesetzt werden, wo Bedarf besteht. Die Geschäftsstelle der Kontergan-Stiftung soll Betroffenen zukünftig zielgenau bei der Beratung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen andere Kostenträger beraten und unterstützen. Aber auch der Aufbau medizinischer Kompetenzzentren steht auf der Agenda. Die entsprechenden Anforderungsprofile für diese Kompetenzzentren sind hierbei von der Stiftung unter enger Beteiligung und Begleitung der Betroffenen zu entwickeln. Das ist mir persönlich auch wichtig, das so zu sagen. Neben diesen wichtigen Punkten haben wir uns auch den Haftungsfragen angenommen. Die Organmitglieder sind ehrenamtlich tätig, da sind geregelte Verhältnisse eben auch immer besonders wichtig. Und mit dem von der Koalition eingebrachten Änderungsantrag setzen wir die Empfehlung der Sachverständigen aus der öffentlichen Anhörung, um, denn in dieser haben sich alle Sachverständigen klar dafür ausgesprochen, die Struktur der Anfang der 70er Jahre gegründeten Stiftung umfassend zu evaluieren. Hier war es der ausdrückliche Wunsch, keine Schnellschüsse zu wagen, sondern sich mit Sorgfalt und Objektivität der Thematik zu widmen. Und dieses auch für die Union wichtige Anliegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen wir mit dem Änderungsantrag umfassend um. Innerhalb von 2 Jahren wird die Bundesregierung einen Bericht über die Auswirkungen dieses Gesetzes und eine gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklung vorlegen. Der Bericht soll auch eine Evaluation der Struktur der Stiftung enthalten. Wir haben uns allerdings hier darauf verständigt, dass dieser besondere Teil zur Evaluation, Frau Schulte, möglichst noch bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode vorliegen soll. Unser aller Ziel muss sein, den Graben zwischen Ministerium, Stiftung und den Betroffenen zuzuschütten und trotzdem gleichzeitig auch versuchen, Brücken zu bauen. Und unser aller Ziel, oder mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gehen wir einen weiteren Schritt in genau diese Richtung, um den Geschädigten ein weiterhin selbstbestimmtes sowie ein verbessertes Leben zu ermöglichen. Ich gehe sehr davon aus, dass dieses Gesetz für die Betroffenen unsere aller Zustimmung hier im Hohen Haus findet. Das haben wir eben gerade schon gehört, aber mit einer Enthaltung ist das, denke ich, dann auch schon mal gar nicht so verkehrt. Ich sage, wir machen uns dort auf den Weg und entscheidend ist, glaube ich, dass wir eben bei dieser sensiblen Thematik als Parlament auch dicht beieinander bleiben und uns dort auch vernünftig abstimmen. Meine Damen und Herren, ein solcher Medikamentenskandal darf sich natürlich nicht wiederholen. Und weil wir als Parlament hier auch eine wichtige staatliche Verantwortung übernommen haben, ist es auch unsere Aufgabe, genau hinzuschauen und Unterstützung anzubieten. Und wenn wir uns einig sind, dass sich so etwas nicht wiederholen darf, dann möchte ich und muss ich in diesem Zusammenhang auch das Stichwort Duogynon erwähnen. Lassen Sie uns auch hier etwas genauer hinschauen und den Betroffenen die hier notwendige Unterstützung bei der Aufklärung anbieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Ich bin persönlich dankbar, weil auch ich etwas sehr Wichtiges von den Kontergan-geschädigten Frauen und Männern in den letzten 2,5 Jahren erfahren durfte. Lassen Sie mich bitte kurz Thomas Edison zitieren. Unsere größte Schwäche ist das Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg besteht darin, immer wieder einen neuen Versuch zu wagen. Sie, und ich spreche jetzt persönlich die Kontergan-Betroffenen an, sind wahre Kämpfer. Vor ihrem Mut und der unerschöpferischen Kraft, die Sie immer wieder aufbringen, habe ich den allerhöchsten Respekt. Ich,
Ich bitte natürlich um Zustimmung dieses vierten Kontergan-Stiftungsänderungsgesetzes und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Corinna Rüffner.